Okay, Leute, willkommen. Was erwartet euch in diesem Video? In diesem Video reden wir natürlich über Kapital, Bushido, BMWs, Mercedes. Willkommen, jetzt kommt das Intro und wir sehen uns gleich. Bleibt dran. Okay, Leute, diese Woche war sehr turbulent. Letzte Woche haben wir noch angefangen mit dem neuen Format Rap Car Check von Race City, wo wir uns über die Rapper und ihre Autos bzw. die Autos in Musikvideos unterhalten. Und diese Woche ging es auch schon heiß her und zwar mit etwas sehr untypischen. Es hat angefangen damit, dass Capital Bra sich von EGJ getrennt hat mit einem Statement auf Instagram, wo er Bushido vorwirft, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und da Capital Bra sehr für seine Prinzipien steht und ein gerader Typ ist, kann er das natürlich mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und hat sich deswegen von EGJ getrennt. Warum wurde genauso viel diskutiert? Selbst die Bild bringt mittlerweile einen Podcast, wo sich irgendwelche ahnungslosen Typen über Rapper und Großfamilien und Rocker und alles mögliche unterhalten. Dankeschön nochmal an Bild für diese schwachsinnige Sache. Magst du die Bild? Nein. Magst du mit der Polizei reden? Nein. Wir haben leider so einen genetischen Fehler. Wenn ein Polizist auftaucht, können wir gar nicht reden. Unser Körper schaltet automatisch die Sprache weg. Um euch das zu beweisen, zeige ich euch, wie das funktioniert. Und da seht ihr den auf jeden Fall Beweis. Wir laden jetzt ganz kurz einen Officer ein. Und zack, er ist weg und schon hört ihr unsere Stimme wieder. Nehmt dieses Video ein bisschen mit dem Humor, welche Anspielungen wir machen werden. Bildet euch selber eine Meinung. Paar Tage nachdem Capital verkündet hat, dass er nicht mehr bei EGJ ist und dass Bushido mit der Polizei arbeiten soll, ist ein Video aufgetaucht. Es flirft, wie Bushido von Polizei bzw. Begleitschützern abgeholt wird. Und genau über diese Autos aus diesem Video, was jetzt kommt, werden wir uns unterhalten. Ihr habt gesehen, es ist Bushido. Er wird von Begleitschützern abgeholt. Er steigt ein in einem BMW und später in einen VW-Transporter. Doch bevor wir über diese Autos reden, wollte ich euch noch mal kurz aufklären, was für Autos sonst Bushido hat bzw. mit welchen er sonst unterwegs ist. Bushido hat einen sehr guten Autogeschmack, das muss man sagen. Man hat ihn oft mit geilen Autos gesehen. Ganz besonders haben es ihm angetan die Topmodelle von Mercedes-Benz. Ich blende auf jeden Fall währenddessen Videos ein, die ich im Internet gefunden habe. Ihr seht in diesem Video, er fährt ein CL63 AMG. Anhand des Autos seht ihr, das ist schon ein etwas älteres Video. Aber auf jeden Fall das Topmodell. Auch die Jungs von 187 Straßenbande lieben die CL-Modelle. Ansonsten sieht man noch Bushido in einem S63 AMG, ebenfalls auf dem Kudamm. Und dann natürlich ein Highlight, als das S63 AMG Coupé kam, was wirklich für mich zu einem der schönsten Autos der letzten Zeit gehört. Unglaublich, wie schön es aussieht, wie luxuriös es ist. Hammer, also das Coupé ist sehr, sehr gelungen. B-Säule Jock, sage ich dazu nur. Und wie gesagt, auch Bushido hatte so ein S63 AMG Coupé sich gleich geholt und hat es natürlich auch präsentiert. Schreibt natürlich in die Kommentare, wie ihr die Mercedes findet und was natürlich auch euer Lieblings-AMG-Modell ist. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ihr habt jetzt gesehen, mit was für Autos Bushido sonst unterwegs war. Wir gehen explizit auf dieses Video, was wir vorhin gezeigt haben und was im Internet kursiert, ein. So, man sieht in diesem Video gleich am Anfang, Bushido steigt aus einem älteren BMW aus. Bei dem BMW handelt es sich um ein sehr besonderes Auto. Natürlich könnte das auch ein Standardmodell sein. Da es Personenschützer sind, nehme ich mal an, dass es ein sehr besonderer BMW ist, nämlich handelt es sich um den BMW E67 High Security. Es ist ein gepanzertes Auto, gibt es in der Version 67 Li. Man darf eine Sache nicht vergessen, auch wenn so ein 6 Liter V12 Motor verdammt viel PS hat, dieses Auto wiegt einiges. Und warum das Auto einiges wiegt, blenden wir gerade ein. Das ganz Besondere ist das komplette Auto, also diese High Security Autos, da werden alle Hohlräume hier in Deutschland mit noch Verstärkung gebaut und das ganze Auto wird per Hand in Deutschland zusammengebaut. Also es, die, da wollten sie nicht auf irgendwie Zulieferer vertrauen, sondern die machen das wirklich alles per Hand hier in Dingeln, in dem BMW-Werk direkt. Wirklich von Hand. Das Video zeigt ja, wie der Rahmen sogar selber geschweißt wird, was für dickes Stahl da verwandelt wird oder andere Materialien. Vielleicht wollten sie deswegen niemanden anderen ranlassen. Weil vielleicht irgendwie. Meinst du, dass sie da Geheimnisse haben? Genau. Auf jeden Fall spezielle Kevlar-Beschichtung und so weiter? Andere Stahlkomponenten, irgendwelche speziellen Legierungen, wer weiß. Also würde ich mal stark vermuten.
Definitiv ist das Auto um einiges schwerer als ein Serienfahrzeug. Vier Tonnen, ne? Ich dürfte mit meinem Führerschein den Wagen nicht mehr fahren. Er dürfte es nicht fahren. Mein Civic ist viermal leichter. Ne? Also man muss bedenken, diese Autos werden durch diese spezielle Panzerung und vor allem mehrere Zentimeter dick sind die Scheiben. Ich blende gerade dieses Bild ein. Das macht natürlich, dass das Auto wirklich einiges wiegt. Was ist noch besonders an dem Auto? Ich finde natürlich die Frontscheibe. Die Frontscheibe ist aus einem Multilayer-Verbundsystem und sie ist absprengbar. Das heißt, in einem Notfall kann der Chauffeur, der Fahrer per Knopfdruck die Windschutzscheibe wegschießen, womit man dann halt schneller entkommen kann und zum Beispiel. Generell sagt man ja, dass diese Autos einen Angriff des B7-Standards widerstehen können. Haben jetzt wirklich nicht gehört. Kalaschnikow und Handgranaten. Also wie gesagt, wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid und der Nachbar schießt mal gerade eben ein bisschen mit der Kalaschnikow durch die Gegend, braucht ihr gar keine Angst zu haben. Ganz besonders ist auch der Boden, der Unterboden von dieser Limousine ist komplett gepanzert. Das heißt, der Alte trägt mit einem ferngesteuerten Auto und das Auto fahren und in die Luft jagen, bringt gar nichts. Was hat das Auto noch an besondere Systeme verbaut? Wir haben schon über die Multilayer-Frontscheibe, die man wegsprengen kann, geredet. Es hat einen Fernstart. Das heißt, wenn du drinnen im Laden bist oder zu Hause und du merkst, okay, scheiße, ich muss sofort hier weg, kannst du per Fernbedienung das Auto starten. Das haben heutige Autos auch schon, aber damals war das ja ein Highlight. Wie, die Autos sind älter, das ist im Baujahre 2003 und sowas alles. Na, die Reifen sind, so viel ich weiß, kugelsicher und können mit 80 km/h sogar 50 km weit fahren, wenn sie durchgestochen oder durchgeschossen sind, je nachdem. Genau. Das System heißt Pax und ist von Michelin entwickelt worden. Es hat ein Feuerlöschsystem. Ja. Falls jemand doch es schaffen sollte, irgendwie Feuer da unterm Auto zu legen, kannst du per Knopfdruck alles löschen in der Umgebung. Und natürlich, es hat ein Frischluftsystem. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommt, okay, ich kann darauf nicht schießen, Bombe unterm Auto auf ein RC-Auto funktioniert nicht, na dann mache ich doch einen Giftgaskanister unter das Auto und wenn die Lüftung anmachen, ins Auto steigen, zack, geht es rein. Nein, das Auto ist komplett abgedichtet und auf Knopfdruck gibt es eine eigene Frischluftversorgung. Ich habe leider nicht gefunden, wie das funktioniert. Vielleicht halten Sie das auch geheim. Beziehungsweise wie lange das hält, falls ihr irgendwelche Kanister mit Pressluft haben oder sowas alles. Habe ich das leider nichts gefunden. Falls ihr da mehr drüber Bescheid wisst, rein in die Kommentare. BMW bietet für bis zu 7 Jahre alte, gepanzerte, also von ihnen gepanzerte Autos, einen Rückkauf für gewartete Fahrzeuge auf. Das heißt, wenn du nicht mehr mit der Polizei zusammenarbeitest, kannst du natürlich sagen, hier, ich brauche das Auto nicht mehr. Diese Autos sind sehr beliebt. Viele russische Seiten wollen die alle aufkaufen. Also fast alle Infos, die wir zu diesen Autos gefunden haben, haben wir auf Kyrillisch gefunden. Also wirklich, es ist sehr schwer, über diese Autos viele Infos rauszufinden, weil natürlich die ganzen Gadgets und so geheim gehalten werden. Ich glaube auch BMW sind die einzigen, die so eine vielfältige Palette anbieten. Richtig. Ne? Und das ist auch schon eine Tradition bei BMW. Selbst die alten Modelle, ich habe sogar E34 gefunden, die sie umbauen. Ja? Also auch 5er, X5 und sowas. Vom Werk aus von BMW, die sind darauf spezialisiert. BMW bietet dir auch extra Schulung für Fahrer, Insassen und Besitzer an, die du machen kannst, damit du das Auto besser beherrschen kannst. Also BMW, wenn ihr uns einladen wollt, wir wären bereit, so ein Training zu machen. Mit einer Kalaschnikow auf ihn schießen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch das trauen würdet, ob ihr der Technik so vertrauen würdet. Diese dicken Fenster sehen sehr stabil aus. Ich blende sie nochmal ein. Aber sagt mir, traut ihr der ganzen Sache oder auch nicht? Das war's über den BMW High Security. Wirklich sehr interessant für mich gewesen. Ich habe mich damit noch nie so richtig befasst. In dem Video sieht man später auf jeden Fall einen VW-Transporter. Ich weiß jetzt nicht, ob VW auch so eine gepanzerte Version anbietet. Was für mich sehr komisch ist, dass diese Stoßstange nicht lackiert ist. Das sieht für mich nach einem sehr standard. Ja, vor allem, ich vermute, wenn es ein gepanzerter wäre, müsste ja hier dieses Schwarze in der... Genau, also die Scheiben sehen sehr normal aus. Merkmal bei den gepanzerten Scheiben ist, dass dieser schwarze Rand rundum deutlich dicker ist. Das ist bei dem nicht der Fall. Aber vielleicht ist es eine Firma, die sich auf neue Techniken spezialisiert hat und das macht. Ich kenne mich aus in dieser Gegend. Ich kenne mich gerade in diesem Haus aus. Und ich weiß, dass es in diesem Haus eine Tiefgarage gibt. Und alle Mitbewohner können direkt mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage fahren. Deswegen verstehe ich nicht ganz diese ganze Show, warum das mitten auf der Straße passiert. Und die nicht im Ausschuss der Öffentlichkeit unten in die Tiefgarage gefahren werden. Das ist halt so eine Sache, die ich so ein bisschen komisch finde, warum das so extra zur Schau gestellt wird. Welche Theorie hast du denn? Bestimmt wissen die, wo die Tiefgarage ist und vielleicht hatten die Angst, dass da einer auflauen kann. In so einer Menschenmenge ist es ja schon gefährlich. Meinst du, ist es unüberschaubarer? Ja, weil wenn jemand sich von Weitem mit einer Sturmhaube und weiß ich was nährt, würden alle Leute in Panik geraten und die wüssten sofort. So in einer Tiefgarage stellst du dich hinter irgendeinen Pfeiler oder in einen T6 mit schwarzen Scheiben und springst raus. Ja, das war's mit dem Video. Ich glaube, es ist schon sehr interessant. Es sind keine typischen Autos. Wenn es diese gepanzerten Autos sind, sind es geile Infos. Ich finde
technisch ist es eine krasse Umsetzung. Es ist eine Herausforderung, so ein Auto zu bauen. Vor allem, wenn man sich den Innenraum jetzt anguckt, haben sie es ja versucht, innen drinnen möglichst nach einem normalen 7er BMW aussehen zu lassen. Das heißt, damit die Fahrgäste und der Fahrer nicht gerade merken, dass sie in einer gepanzerten Limousine fahren. Wie fandet ihr das Video? Was habt ihr für eine Meinung zu der ganzen Geschichte mit dem Polizeischutz? Hinterlasst uns ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt Race City. Vielen Dank fürs Zugucken. Schönes Wochenende euch. Aber wolltest du nicht Dings, wolltest du nicht das noch einbringen mit hier jetzt nicht nur Frank White fährt BMW? Nein, Mann, ich cut.